die so aufgebaut ist, dass du so und so viel am Tag nehmen musst. Das ist eigentlich, je reiner dein Körper ist, desto weniger brauchst du eigentlich auch. Dann bist du auf solche Sachen nicht angewiesen. Und das ist halt eine Heule, ist halt eine Geldmacherei in dem Zusammenhang oder in dem Sinne. Unmengen an Vitamin C und Vitamin D und was weiß ich, Vitamin K2 am Tag reinpfeifen, wo ich mir denke, letztlich das Ganze, was der Körper dann nicht aufnimmt, da habt ihr einen teuren Urin draus gemacht. Wenn ihr das Permakulturprojekt unterstützen möchtet, dann könnt ihr es unter anderem im Spreadshirt-Shop machen. Da könnt ihr unter den folgenden Logos aussuchen, was ihr denn auf euren T-Shirts, Pullovern, Schürzen, Cappies und alles Mögliche haben möchtet. Da könnt ihr mal gerne ein bisschen reinschauen. Weitere Möglichkeiten sind jetzt zum Beispiel, wenn ihr Hilfe braucht. Ich gebe auch gerne Webinare in Sachen Permakultur, schleimfreie Heilkost oder zum analogen Feld. Und natürlich auch Tai Chi, wer da ein bisschen in die Richtung auch gehen möchte, Qigong, ein bisschen mehr den Körper fühlen, da könnt ihr mich auch gerne anschreiben. Da habe ich jetzt auch schon einige Erfahrungen sammeln dürfen. Und zum Abschluss natürlich, wenn ihr einen eigenen Garten habt, dann darf natürlich auch nicht samenfestes Saatgut bei euch im Garten fehlen. Hier habe ich unzählige Tomaten, Gurken, Melonen. Alles Mögliche, was ich so bei mir jetzt die letzten Jahre angebaut habe, ist alles samenfest und freut sich darauf, bei euch im Garten zu landen. Heute, beziehungsweise in dem Moment, möchte ich wieder ein Thema ansprechen, was mir wieder vermehrt auftritt in Social Media Plattformen, wie zum Beispiel Telegram, in den verschiedenen Gruppen. Und okay, die kalte Jahreszeit begünstigt auch jetzt dieses Thema. Und auch die aktuelle Situation, also was man jetzt hier auch hat, brauche ich glaube ich keinen erwähnen. What the hell are you talking about? Und es geht jetzt hier vermehrt wieder um Krankheiten, Ansteckungen und auch die Einstellung von den Leuten, weil es ja auch wieder sehr interessant ist, dass zum Beispiel auch wieder Freunde zu mir gekommen sind, die eine Erkältung in dem Zusammenhang haben. Also alle, die wissen, die mich schon länger kennen, wissen ja, wie ich zu Erkältungen und Krankheiten stehe. Habe ich da auch schon einige Videos dazu gemacht. Werde ich auch euch oben verlinken. Und da, es ist wirklich nett gemeint, wenn die meine Freundinnen auch zu mir kommen und sagen, ja, sie möchten mich nicht anstecken, wenn sie husten, wenn sie eine Erkältung haben und alles Mögliche. Und sie wissen anscheinend, dass mein Immunsystem etwas kräftiger und stärker ist, wobei ich dann auch später nochmal ein bisschen drauf eingehen möchte, was denn das Immunsystem eigentlich ist und warum ich diesen Begriff, so wie der verwendet wird, eigentlich nicht gerne nutze. Blasphemie! Jedenfalls möchten meine Freunde, dass ich mich nicht anstecke. Und dabei ist halt recht interessant, weil die wenigsten ja eigentlich wissen, was Krankheiten denn überhaupt sind. Also Krankheiten, habe ich auch schon mal in ein paar Videos erzählt, ist ein Vorgang von dem Körper bezüglich der Heilung. Das heißt, er tut, wenn die Nase läuft oder Schnupfen ist oder alles mögliche oder Fieber, versucht er halt Schleim und andere Stoffe dadurch auszuscheiden. Ist eigentlich nichts Schlimmes, ist sogar zu befürworten und es ist halt nicht optimal, das mit Medikamenten oder sonst irgendwas zu unterdrücken. Das heißt, dass der Körper eigentlich bei der Heilung behindert wird und dann er über andere Wege dann versucht es auszuleiten. Das heißt, es staut sich dann immer mehr und dann kommen halt immer schlimmere Krankheiten. Und da ist halt so, dass die Ansteckung in dem Sinne ja eigentlich gar nicht existiert. You are fake news, sir. Beziehungsweise überhaupt nicht funktioniert. Weil viele sind ja der Meinung, dass Bakterien und Viren ja oder andere äußere Einflüsse, also immer das Außen, dafür zuständig ist, dass Krankheiten entstehen. Dabei ist es halt meistens eine Übersäuerung vom Körper. Das heißt, was ich esse, führe ich mir zu. Also von unnatürlicher Nahrung zum Beispiel, habe ich viel Stress, wie ist meine mentale Einstellung, was sind meine Glaubenssätze, was sind meine Programmierungen, alles Mögliche spielt da mit rein. Also zum Beispiel bei den Glaubenssätzen und Programmierungen, dass ich zum Beispiel dieses Nahrungsergänzungsmittel nehmen muss, dass ich, wenn jemand krank ist, mich an ihm anstecken kann, das ist, wenn ich sonst irgendwas mache, also die ganzen Glaubenssätze, die man halt zum Beispiel in der Gesundheit, oder dass man zum Beispiel Eiweiß so und so viel Prozent nehmen muss, obwohl das ja auch schon, was ich ja sehe, dass die Eiweißtheorie auch falsch ist. Und das spielt halt auch alles mit rein, dass der Körper auch belastet wird, übersäuert wird, zu viel Stress und alles mögliche erzählt. Und daher kommen dann die Krankheits,
Bilder. Also auch ein Ungleichgewicht in der Psyche spielt da auch mit rein. Und es ist halt sehr interessant, dass dann die Leute meinen, ja, sie könnten mich anstecken mit irgendwas. Ich? Sie? Nein. Doch. Oh. Ist ja in dem Zusammenhang nicht möglich, weil es kommt von dir innen heraus. Und dein Körper versucht es dann auszuscheiden und ja, da kannst du mich nicht anstecken, weil ich habe es auch bei mir, meine Eltern und meine Familie, die sind ja jetzt nicht in der schleimfreien Heilkost, wie ich das zum Beispiel mache, sondern ganz herkömmlich, wie man es halt bei 0 auf 15 Haushalt oder bei 90%, glaube ich, so feststellen kann, dass sie alles Mögliche essen, viel essen, die ganze Zeit essen und auch mit dem Stress nicht so gut umgehen, nicht bei sich in der Mitte sind. Und die werden regelmäßig, also in den letzten 5 Jahren sind die regelmäßig krank geworden. Das ist bei mir jetzt weniger der Fall gewesen, dass die mich dann irgendwie angesteckt haben, obwohl ich mit ihnen die Handtücher teile und alles mit ihnen zusammenlebe. Sie auch berühre, die mich auch mal versehentlich anhusten. So, bei mir ist nie irgendwas passiert. Und ist auch interessant, dass ich halt auch jetzt zum Beispiel bei diesen, bei dem Wetter jetzt zum Beispiel draußen auch mit etwas leichter bekleidet auch rumlaufe im Vergleich zu einem anderen. Na, sagen wir mal, ich soll aufpassen, dass ich nicht andere anstecke oder dass ich nicht krank werde und alles Mögliche. Und die Ansteckung ist ja, ist einfach ein Irrglaube, einfach aus dem Zusammenhang, weil die Leute halt meinen, es passiert halt einfach als Kollektiv, wenn halt der eine krank wird, dann wird der nächste krank. Und dann geht es halt immer so weiter. Und dann sollte man sich einfach nur anschauen, dass die meisten Leute ja den gleichen Lebensstil auch pflegen. Müsste eine lustige Steinigung werden. Ja. Also wenn man sich so anschaut, zum Beispiel jetzt bei mir in dem Fall, wie viele Leute sind dann zum Beispiel roh vegan? Wie viele Leute beschäftigen sich mit Ernährung oder mit der Gesundheit? Wie viele machen Sport? Achten da so, was sie da zu sich nehmen? Kaufverhalten und alles Mögliche in Sachen von Lebensmitteln, das spielt ja alles mit rein. Und die Leute, die sind dann, haben ja gleiche Essgewohnheiten, Essverhalten, gleiche Denkweise, gleiche Psyche. Und dann wundern sich, wenn dann der eine krank wird, dass dann der nächste auch krank wird. Als Beispiel wegen der Ansteckung. Es ist halt einfach auch die Angst und das Programm, wenn ich halt merke, ja, mein Gegenüber ist jetzt krank, dann denke ich so, oh, ich war jetzt so bei ihm viel in der Nähe, macht man sich Stress, oh mein Gott, jetzt werde ich auch krank und alles Mögliche. Und dann redet man sich das so ein. Das ist ein Glaubenssatz eigentlich. Man redet sich ein, weil ich mit dem und dem jetzt in der Nähe war, dann bekomme ich die Krankheit auch und das ist dann die selbsterfüllende Prophezeiung, dann liegst du dann selber irgendwann flach. Ja. Aufhören! Weil du halt so viel Stress gemacht hast und dein Körper dann irgendwann einen Cut macht und sagt, du, keine Energie mehr für deine Arbeit oder sonst irgendwas, jetzt machst du dir so viel Panik, übersäuerst alles, machst dir so viel Stress und dann kommt noch deine anderen Gewohnheiten dazu, die du wahrscheinlich von deinen Eltern übernommen hast und zack, liegst du dann flach. Und das sind dann diese, in Anführungszeichen, Ansteckungen, die dann rumkursieren und dann überall Panik gemacht wird. Die Angst der Ansteckung finden wir ja in der jetzigen Zeit, beziehungsweise die letzten fast 2 Jahre, in der Gesellschaft ja überall, auch mit der Bratwurstpflicht und dann die ganze Spaltung daher und die ganze Hysterie darum. Und da ist es auch immer sehr interessant, sich mal mit den Grundlagen da zu beschäftigen. Das heißt, ob es denn überhaupt Viren gibt, was sind die Definitionen? Also ich habe ja mal ein kleines Spaßvideo gemacht mit der schleimfreien Heilkost, mit dem Buch von Alain und Ehren und habe einfach mal die Definitionen von Virus, was das auf Lateinisch bedeutet und Corona, was das halt eigentlich bedeutet, einfach mal so aufgelistet und gezeigt, ja, was ist denn das eigentlich überhaupt? Und nicht das, was die meisten herkömmlich da meinen, was es dann eigentlich auch bedeutet. Da gibt es auch interessante Videos zum Beispiel von Stefan Danker. Es gibt da einfach mal auf Odyssey mal reinschauen. Auf YouTube sind die Videos nicht mehr verfügbar. Kann man sich auch mal mit dem Thema Viren, nicht nur in dem jetzigen Bezug, sondern auch in den Bezügen davor, auch mal anschauen und sich mal ein selbst eigenes Bild machen. Und hier, das habe ich jetzt am Anfang vergessen, das ist meine Sichtweise bei dem Ganzen. Das ist wie ein Einkaufswagen hier. Ihr müsst nicht meine Meinung in euren Einkaufswagen dann reintun. Wenn es euch nicht gefällt, lasst es einfach im Supermarkt stehen und geht einfach weiter. So, dann hat sich die Sache erledigt. Ich möchte es hier niemandem aufzwingen, einfach nur zum Nachdenken anregen. Wenn es euch nicht passt, hat sich die Sache erledigt. Da braucht sich keiner angegriffen fühlen. Wie gesagt, recherchiert einfach mal selbst für euch. Geht mal ein bisschen objektiver heran und nicht immer in der Historie von den Massenmedien, sondern einfach mal das ein bisschen zu objektiv schauen, nicht gleich mit dem Finger auf irgendjemanden zeigen, dass der gleich ein Ketzer oder sonst irgendwas ist. Du lästertest Gott auf unglaublich infame Weise!
Genau, das ist so viel zu diesem, zu der Ansteckung. Und dann weiter, wenn mal jemand wirklich, sagen wir mal, krank ist oder in dem Heilungsprozess ist, sehe ich jetzt auch in der kalten Jahreszeit vermehrt Leute, die dann ein sehr interessantes Weltbild hat, was ja auch wieder widerspiegeln für unsere Gesellschaft auch ist. Das heißt, man ist krank und man möchte es dann wieder sofort loswerden, mit einem Mittel von außen und dann wahrscheinlich seinen Lebensstil nicht ändern. Und da finde ich es auch sehr interessant, dass wenn viele kommen auf den Trip, ja, die Schulmedizin mit ihren Medikamenten und alles mögliche, ja, sage ich ja, wenn man sich Medikamente reinpfeift und alles mögliche, ist nicht gut für den Körper, vergiftet ihn und alles mögliche, hat er nur wieder mehr Umstände zu entgiften. Dann kommen die Leute mit alternativen Heilmitteln. Okay. Also, dann kommen sie sowas wie mit Wildkräuter, Sauerkraut, was dann marketingtechnisch als Superfood deklariert wird oder als das Heilmittel, was unsere Vorfahren auch vor 1000 Jahren genommen haben. Und da kommen die ganzen Marketing-Sachen her, dass das wunderbar für deine Gesundheit ist und du das so unbedingt nehmen musst. Und weil es halt ein Superfood ist, so viele Nährstoffe und alles mögliche. Also das heißt, das findet hier auch schon mal eine bewusste Manipulation statt, nach meiner Ansicht, um halt die Leute zum gewissen Kaufanreiz zu bringen. Wenn ich zum Beispiel meinen Vater frage, der wird zu Sauerkraut, was der halt in seiner Kindheit jedes Jahr gemacht hat, einfach zur Einlagerung, hat er gesagt, da wird er nie Superfood dazu sagen, das ist für ihn Kraut. Hat er im Winter gemacht, ist für ihn ganz normal, weiß die, schmeckt ihm gut, die gesundheitlichen Vorteile, weiß er alles. Genauso wie mit Brennnessel, Wildkräuter, wenn man ältere Leute fragt, ist für die nichts Neues, die würden aber dazu nicht Superfood sagen. Das ist schon mal die erste Manipulation hier. Entweder bist du blind auf beiden Augen oder nur einfach blöd. Dass man spezielle Wörter nimmt, um das ein bisschen emporzuheben, wertzuschätzen und dann kommt das ganze Gedöns, dass man sich das unbedingt kaufen muss, um seine Gesundheit zu erhalten. Und wie gesagt, da wissen halt die viele Leute nicht, was halt der wahre Mechanismus der Krankheit ist, beziehungsweise der Gesundheit. Das hilft eigentlich normalerweise eine Ernährungsumstellung. Und zum Beispiel jetzt bei der schleimfreien Heilkost, dass halt sich das auch einpendelt. Und das natürlich auch, was ich in dem Zusammenhang, warum ich die schleimfreie Heilkost mache, warum es halt zum Beispiel bei mir, wenn man sich mein Anfangsvideo anschaut, nicht so optimal war, beziehungsweise warum ich dann stark entgiftet, ich habe viel Gewicht abgenommen und alles, weil halt die Entgiftung ziemlich schnell war, ziemlich schnell entschlackt war und deshalb ist jetzt bei mir der gegenteilige Fall jetzt. Ich bin immer noch auf Rohkost, passte gerade auch momentan, wo ich das Video aufnehme und meine Hände sind warm, meine Gliedmaßen im Vergleich zum Anfang, habe wieder Gewicht zugenommen und alles Mögliche. Und das ist halt diese Entgiftung, die halt viele unterschätzen. Also viele wollen halt dann einfach, haben halt diese Entgiftungserscheinungen, ja, die Haut hat irgendwelche unschönen Flecken, ist ja auch eine Entgiftung, Husten, man liegt flach, ist schwach und alles mögliche, ist ja alles eine Entgiftung, der Körper möchte einfach nur heilen. Wieder missinterpretiert, möchte, dass es sofort weg ist. Also ich möchte, dass die Heilung nach einem Tag weg ist, sondern nach einer Woche oder alles mögliche und mein Lebensstil halt nicht ändern. Und es ist halt so, wir haben in unserer westlichen Welt von unseren Eltern, haben halt einen Lebensstil und auch von den Filmen, von der Matrix, sage ich mal, also von der sozialen Programmierung, dass wir dann hier eine Lebensgewohnheit über Jahre hinweg, über Jahrzehnte angenommen haben und meinen dann, dass wir diese unnatürliche Lebensweise über Jahrzehnte dann einfach in wenigen Wochen wegbekommen. Auch unsere Denkweise und Psyche einfach, dass uns von Kindheit an reingedrückt worden ist, dass wir uns immer übersäuern durch unsere Mentalität, dass wir dann das innerhalb von wenigen Wochen wegbekommen. Wo ich dann mir denke, das ist Wunschdenken. Gefällt es euch nicht? Also, da kommt dann immer die Wirklichkeit und sagt, wird wahrscheinlich nicht so passieren. Das ist ein Prozess über mehrere Jahre hinweg. Das ist auch bei der Ernährung. Ich finde es halt dann recht interessant, auch die Reaktionen von solchen, ich nenne sie mal Leute, die meinen, die werden aufgeweckt oder aufgewacht im Vergleich zu, ich sag mal, die Schlafschafe, also zu den meisten Leuten. Und dann sehr interessante Umgehensweisen, dann auch sich leicht angegriffen oder getriggert fühlen. Also da gibt es dann Leute, die dann so Ayahuasca oder sonstige Sachen dann propagieren, auch irgendeine andere Wurzel, die halt Trauma löst und den Körper halt und alles mögliche. Also die ganzen Sachen, also irgendwelche Würzelchen, Fernheilungen oder sonst irgendwelche Sachen, die halt von außen kommen.
Also vor allem bei diesen pflanzlichen Sachen, wo ich dann einfach mal geschrieben habe, wo dann eine in der Telegram-Gruppe einen richtig langen Text geschrieben hat, warum das so super ist, warum sie auch Erfahrungen alles super gemacht hat. Das Gleiche zähle ich jetzt auch hier in einen Kompakt mit den Nahrungsergänzungsmitteln. Ich nehme jetzt zum Beispiel auch keine Nahrungsergänzungsmittel wie Vitamin D. Sie flunkern doch. Komme ich aber später nochmal dazu drauf. Aber jedenfalls, dass man meint, dass ein Stoff von außen hilft, auch. Dann habe ich halt geschrieben, okay, du. Ich sage ja nicht, dass man das nicht nehmen muss oder dass es nicht hilft. Für den Anfang schon, aber man sollte auch wieder zur Ursache dann auch kommen. Also es ist halt wie ein See zum Beispiel, dass man, wenn der See halt die ganze Zeit durch eine Lebensweise verschmutzt wird und diese Nahrungsergänzungsmittel, diese pflanzlichen Hilfsmittel oder sowas, ich nenne sie Hilfsmittel, keine Heilmittel, dass sie halt diesen See wieder langsam reinigen. Das heißt, du gehst da mit dem Kescher hin und reinigst den See, aber die Ursache bleibt halt immer noch bestehen. Und dann die Ursache solltest du halt haben. Und diese Hilfsmittel können dir halt helfen, dass halt die Zeit ein bisschen angenehmer ist. Aber du musst halt die Ursache rangehen und nicht halt, wie die Leute dann meinen, ich brauche das nur neben meine Lebensweise ernehmen und dann bleibe ich gesund. Oder dann, und dann wundern sich die Leute, dass sie immer wieder krank werden, immer wieder krank werden, immer wieder krank werden. Und da ist halt dann interessant, da habe ich dann eine kritisiert und dann gesagt, ja gut, wenn du das Zeug von außen nimmst, dann ist es ja wie eine Droge. Müsste eine lustige Steinigung werden. Ja. Wenn dann die Leute die ganze Zeit drauf sind und dann sich nicht an sich arbeiten, ihre Ernährung, sondern das ist ja wie eine Droge. Und dann kam dann eine richtige Anfeindung, dass ich das nicht wüsste oder ich mich ja nicht auskenne und alles mögliche. Und mir geht es einfach nur um die Parallelen halt zu ziehen. Was macht das für einen Unterschied, ob ich etwas Pflanzliches nehme oder etwas Chemisches? Also wie bei der Pharmaindustrie die Medikamente und dann glaubt, das hilft mir, dadurch werde ich gesünder durch die pflanzliche Mittel und sagt, das hilft mir, davon werde ich gesünder und alles mögliche. Ist ja für mich das Gleiche. Ist für mich so ziemlich das Gleiche. Also aus meiner Sichtweise, dass das die gleiche Dynamik oder das gleiche Verhältnis ist. Solange ich nicht an die Ursache rangehe, warum das nicht Ding ist und sage, ich brauche nur das nehmen, das passt dann schon, ist es für mich, auch wenn es pflanzlich ist, auch eine Droge. Also wenn man da auch nicht mehr runterkommt und alles Mögliche. Es ist auch mehr oder weniger halt dieses Medikament. Das andere war, was ich da auch gelesen habe, ist, weil jetzt der Hype kommt um CDL, also Chlordioxidlösungen, also in alternativen Szenen auch, dass da auch Leute vermehrt positive gesundheitliche Erfolge hatten. Weiß ich nicht, habe es jetzt nicht ausprobiert. Kann natürlich auch stimmen, sehe ich auch bei den Leuten, dass es auch stimmt, dass es halt für eine gewisse Zeit auch helfen kann. Aber es ist halt sehr interessant, dass dann wieder diese Propaganda kommt. Das ist das Heilmittel der nächsten 6 Jahre, was die Menschheit retten wird von der Gesundheit. Wo ich mir denke, so, das wird es ganz bestimmt nicht. Das ist auch wieder nur so ein Ding, Heilmittel, Medikament in der Sparte, wo die Leute etwas nehmen müssen und dann sich die Krankheit in Luft auflösen und so und an sich nicht arbeiten müssen. Nein, das ist es ganz bestimmt nicht. Vor allem, dass man auch die Langzeitwirkung mal anschaut, was es dann auch wirklich kommt. Und wie sich das auch auswirkt. Also wenn man die Lebensweise auch nicht ändert oder so, dann wird auch dieses CDL nicht helfen. Die andere war eine andere, die hat sich dann immer, wenn sie irgendwelche Probleme hat mit Migräne oder Augenschmerzen oder sonst irgendwelchen Sachen, dann haut die sich eine Salzlösung, eine Kochsalzlösung. Da hatte ich auch einen Freund, der hat dann auch Probleme mit seiner Gesundheit gehabt und dann hat er sich immer, wenn er sich schlecht gefühlt hat, sich eine Kochsalzlösung reingehauen. Und das ist das Gleiche für mich wie das CDL, wenn du irgendwelche Probleme hast, sich das reinhauen und dann passt dann schon wieder. Das ist für mich einfach so diese Denkweise, das ist ja einfach nur das Symptom bekämpfen, aber nicht die Ursache. Und das Gleiche auch mit den Nahrungsergänzungsmitteln, was ich vorhin angesprochen habe. Also ich nehme kein Vitamin D, kein Vitamin B12, ich baue ja mein eigenes Obst und Gemüse an, bin auch die ganze Zeit draußen bei Vitamin D, also das ist was Sonnenhormon, sage ich mal, was man ja ausschüttet, wenn man viel draußen in der Sonne ist. Da hat man mir auch gesagt, wenn ich das nicht supplementiere, dann passiert bei mir schlimme Sachen und alles mögliche. Wenn man meine Vorgeschichte kennt, dann frage ich mich immer noch, was soll denn jetzt passieren? Mir geht es jedes Jahr immer besser. Und ich bin halt sehr viel draußen. Okay, bei dem Punkt muss ich auch sagen, bei Vitamin D, also wenn man so ein bisschen schaut, ich habe hier eine kleine rote Färbung, ich habe rote Haare. Bei mir ist dieses Ginger-Gen, das ist bei mir rausgekommen von meinen Eltern. Deswegen ist auch meine Haut ein bisschen blasser und alles mögliche. Deswegen tue ich auch viel schneller Vitamin D über meine Haut produzieren. Das wissen halt die wenigsten. Also es ist halt über die roten Haare, die ich zum Beispiel habe, dass ich dann schneller Vitamin D produziere. Und ich bin
auch ein bisschen schmerzunempfindlicher. Da haben sie auch irgendwie so Studien gezeigt, dass das Rothaarige 25% mehr Schmerz aushalten können. Das auch recht interessant ist, aber das ist nur so eine Nebensache. Jedenfalls, diese Nahrungsergänzung ist für mich das genau das Gleiche. Auch eine, am Anfang kann es helfen, halt vielleicht ein bisschen Struktur und wieder diese Entgiftungserscheinungen wieder in den Griff zu bekommen. Also Mangelerscheinungen sind auch nichts anderes als Entgiftungserscheinungen, beziehungsweise als der Körper versucht, die Mineralien zu entgiften. Mehr ist es eigentlich auch nicht. Also diese ganze Mangeltheorie ist auch so eine Sache für sich. Sie begehen eine Straftat. Ich hoffe, es ist Ihnen klar, was Sie machen. Sie begehen eine Straftat. Die so aufgebaut ist, dass du so und so viel am Tag nehmen musst. Das ist eigentlich, je reiner dein Körper ist, desto weniger brauchst du eigentlich auch. Dann bist du auf solche Sachen nicht angewiesen. Und das ist halt eine Heule. Ist halt eine Geldmacherei in dem Zusammenhang oder in dem Sinne. Und deshalb ist auch der Grund, ich fühle mich gut so, ich brauche das nicht mehr. Ich habe es am Anfang auch genommen, aber nach 2 Jahren habe ich es dann nicht mehr gebraucht. Und da ist halt auch, wenn, bitte fokussiert euch nicht darauf, dass ihr das nehmen müsst, euer ganzes Leben hinweg und dann noch euren Kindern und alles Mögliche, dann in hohen Dosen alles. Schaut einfach, dass ihr gut entgiftet, dass ihr die Mentalität auch an euren Kindern weitergibt, dass sie dann auch irgendwann einen reineren Körper habt, dass ihr dann nicht diese Dinge da mit reinhaltet. Die Leute geben Heidengeld dafür aus, für die ganzen Nahrungs- und Ergänzungsmittel. Und ich habe auch schon Leute kennengelernt, die sich Unmengen an Vitamin C und Vitamin D und was weiß ich, Vitamin K2 am Tag reinpfeifen, wo ich mir denke, letztlich das Ganze, was der Körper dann nicht aufnimmt, habt ihr einen teuren Urin draus gemacht. Also ihr bezahlt dann für einen teuren Urin. Also von dem her, da wieder auf die natürlichen Sachen machen, macht Sport. Macht zum Beispiel auch, geht so Richtung schleimfreie Heilkost, rohvegane Ernährung, funktioniert bei mir recht gut. Oder beschäftigt euch einfach damit, fastet ab und zu mal. Kümmert euch ein bisschen mit euch selbst, mit eurer Psyche. Soziale Programmierung erkennen und alles mögliche, damit ihr da mehr Freude habt und dann so euren Körper halt, also an den Ursachen herangeht. Dann noch zum Schluss das mit dem Immunsystem, warum ich das kritisch hinterfrage, weil das Immunsystem ist einfach nur ein System der Entgiftung bzw. die Reaktion des Körpers zu entschlacken, zu entgiften, um halt Sachen auszuscheiden. Und da sollte man sich auch schauen, das ist halt die Reinigungsfähigkeit des Körpers, sage ich mal. Und die kann unterstützt werden oder nicht unterstützt werden. Und ich finde es halt sehr interessant, wenn die Leute meinen, ja, ich muss mein Immunsystem stärken und ich muss das Immunsystem meiner Kinder stärken, zum Beispiel. Bei den Kindern ist es so, die haben eine recht hohe Reinigungskraft, wenn du die vollstoffst mit Fastfood und alles mögliche, mit gekochten Sachen und sonst irgendwie einen Stress machst, dann werden die halt schneller krank. Das ist aber nicht der Grund, dass sie ein schwaches Immunsystem haben, warum sie schneller krank werden, das ist einfach ihre hohe Reinigungsfähigkeit. Das heißt, sie nehmen sich aus, um ihren Körper zu heilen. Und deswegen ist es halt ein Irrtum, dann zu meinen, ja, ich muss die dann impfen oder sonst irgendwas da machen, eine Spritze geben oder sonst Sachen machen, damit ich ihr Immunsystem stärke oder irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel geben muss, damit ich ihr Immunsystem stärke. Dann einfach hier wieder an die Ursache daran, haut die Kinder nicht mit irgendwelchen Sachen voll, traumatisiert die nicht, programmiert die nicht mit euren Glaubenssätzen und alles Mögliche und gibt ihnen auch was Anständiges auch zum Essen und ja, auch draußen in die Bewegung reingehen und alles mögliche, solche Sachen machen. Das ist halt dann für mich so dieses Immunsystem stärken und schwächen, wenn man sich mal die Wörter anschaut. Also immun heißt, du bist entweder immun oder du bist nicht immun. Wie kannst du jetzt, du kannst nicht von irgendwas schwächer immun sein oder stärker immun sein. Das geht halt nicht. Das ist ein politischer Begriff, den man hier so eingeworfen hat. Deswegen bin ich dann dafür, dass man es nicht Immunsystem nennt, sondern Heilungssystem oder Entgiftungssystem oder sonst irgendwas. Ah! Was, dann würde man auch ein bisschen anders an die Sache auch herangehen, wie ich finde. So viel jetzt zu dem Thema mit den ganzen Ansteckungen und was dahinter liegt und was nicht. Da einfach, ich möchte euch einfach Impulse geben und auch ein bisschen die Hysterie, die jetzt in unserer Gesellschaft ist, auch ein bisschen entkräften und sagen, ja, so läuft es mit der Ansteckung ungefähr ab, dass man sich da so, okay, dass man da jetzt nicht in Panik verfällt, weil das verursacht ja noch mehr Stress. Und wenn ihr noch weitere Interesse dabei habt, ich gebe auch unten in der Videobeschreibung Fastenbegleitung oder auch Coaching in Richtung schleimfreie Heilkost, damit ihr da auch über Jahrzehnte hinweg einen sanften Übergang zur schleimfreien Heilkost habt. Wenn ihr da Interesse habt, gerne unten in der Videobeschreibung vorbeischauen. Sonst sind unten in der Videobeschreibung noch weitere Links, wo ihr mich zum Beispiel unterstützen könnt auf Patreon, PayPal
Spreadshirt, alles mögliche, wo ihr Merchandise kauft, alles unten in der Videobeschreibung. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da auch vorbeischaut und so das Projekt für mich weiterhin unterstützen könnt. Sonst freue ich mich, wenn euch das Video gefallen hat, über einen Daumen nach oben. Gerne könnt ihr auch in den Kommentaren schreiben, wie ihr dazu steht, welche Erfahrungen ihr zum Beispiel auch gemacht habt mit Krankheiten. Und sonst freue ich mich auch, wenn ihr den Kanal kostenlos abonniert. Und wenn ihr dabei noch auf die Glocke drückt, dann werde ich mir benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. In diesem Sinne wünsche ich noch eine angenehme und schöne Zeit. Kommt gut durch die kalte Jahreszeit. Macht was für euren Körper. Kommt zu euch selbst. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin.